Moin. Ja, es ist Ende Januar 2019 und heute ist das Wetter mal trocken und sonnig und darum wollten wir auf dem Campingplatz mal nach dem Rechten gucken. Und da könnt ihr gerne mitkommen, wenn ihr Lust habt. Und außerdem haben wir noch zwei Zuschauervideos zugeschickt bekommen. Viel Spaß dabei. Moin Leute, ja, wir sind jetzt hier an der Weser und hier ist tatsächlich jemand mit einem Boot unterwegs. Hier steht ein Bootstrailer. Hier hat wohl gerade jemand sein Boot ins Wasser gelassen. Finde ich ja cool bei dem Wetter. Respekt. Ja, heute Morgen hatten wir noch 6 Grad minus und da war alles so richtig ein bisschen schön weiß. Und jetzt haben wir 1 Grad plus, aber vor allen Dingen, wir haben einen strahlend blauen Himmel. Ne? Richtig schön blauer Himmel. Yep. Was Mal in den Himmel zeigen. Und da haben wir gedacht, bei so einem Wetter, müssen wir mal zum Campingplatz fahren. Ich habe gedacht, du legst dich hier gleich auf die Nase. Ich habe gedacht, du bist gestolpert oder so. Nein. Ich doch nicht. Nein. Wir unterhalten uns gerade darüber, wann das hier auf dem Campingplatz eigentlich gerade wieder losgeht. Und Melanie meint im März und ich würde mal sagen, ist vom Wetter abhängig, ne? Nein, wann hier Wasser wieder gestartet wird in den Bädern und Duschen und so. In den Bädern und Duschen. Ja, Mann, du weißt doch, was ich meine. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich denke, im März bestimmt. Also wir haben ja Leute, die sind ja das ganze Jahr hier. Also hier sind ja irgendwie immer Leute auf dem Campingplatz. Und gerade heute, wo das Wetter ein bisschen schöner ist, richtig was los hier. ja, ist richtig was los hier. Es sind total viele Leute hier. Finden wir klasse. Ne? Überhaupt ist es gut, dass hier immer Leute auf dem Campingplatz sind. Finde ich irgendwie gut. Ich Ja, glaube. das eine Mal, da war, haben wir echt so, das war totenstill hier, kein Mensch da. Aber das war auch nur einmal, ne? Ja, das war nur einmal. Ansonsten sind hier irgendwie immer Leute. Baby, wenn die Hecke, die ist ja nichts wert, ne? Ich reiß alles raus und pflanze da irgendwas hin. Oh, wir sind angekommen an unserem Platz. Wieso? Sieht doch alles gut aus soweit. Ja, so, guck dir mal die Krüppel an. Melanie hat Angst um die Krüppelhecke hier. Die habe ich ganz schön Muss mal Knut aufmachen, das sieht weit so schaum aus. abgeschnitten. Mal gucken, ob die wieder kommt. Melanie hat Angst. Ich hoffe das für dich. Der einzige vernünftige Sichtschutz hier, den wir hier noch hatten. Also, sonst guck dir das mal an. Na, Aufnahme. Ja, cool. Oh. Ist das ein Türchen eingefroren? Sieht gut aus. Ich finde, das sieht im Winter immer so traurig, so trostlos aus. Ja, irgendwie schon, ne? Ah, guck mal hier, das ganze Gestrüpp muss weg und ja. ist dann auch völlig verpeilt zu schnibbeln. Muss man unbedingt anfangen. Aber auf die Arbeit Ganz freue ich mich schon. gerne. Kein Problem. Ein Riesenteil geworden, ne? Ja. Irgendwie eindämmen. Unser Wohnwagen im Winter. Richtige Eiszapfen dran, zumindest kleine. Muss aber dringend mal gewaschen werden, du. Boah. Ja, sobald das wärmer wird, haben wir hier richtig zu tun. Ja. Da haben wir hier richtig zu tun. Ja, aber da drin ist alles schick. Alles trocken und alles gut. Im Winter kann man auf dem Campingplatz ja irgendwie nicht so viel machen. Ich meine, kann man schon, aber bei der Kälte macht das ja nicht so einen Spaß. Und ich habe mir gedacht, schön wäre es doch, wenn man sich im Winter Urlaubsvideos aus dem Sommer angucken kann. Und da habe ich mir gedacht, schickt uns doch mal ein Urlaubsvideo. Oder schickt uns doch mal ein kurzes Video aus eurem letzten Urlaub oder von eurem Campingplatz oder so. Oder überhaupt von eurem Hobby. Das wäre doch cool. Vielleicht so bis zu 3 Minuten lang, nicht allzu lang. Und schickt uns das einfach über WhatsApp. Ich schreibe euch mal unsere WhatsApp-Telefonnummer in die Videobeschreibung rein und dann könnt ihr uns das ganz unproblematisch per WhatsApp schicken. Okay, würden wir uns tierisch drüber freuen.
Und dann können wir das ja ins nächste Video mit einbauen. Wasser ist gefroren. Unser Luftentfeuchter. Das Wasser da drin ist gefroren. Krass. Aber war wieder Neues drin. Ja, der funktioniert ganz gut. Ja. Also ein Luftentfeuchter im Wohnwagen ist schon, muss man schon haben, ne? Es ist auch nichts an den Fenstern innen, gar nichts. Null Feuchtigkeit, also total super. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Wunderbar. Ja, schön, freue ich mich. Klappt gut. Wir haben hier diese von W5. Ich glaube, das ist die. Nee, Lidl ist das, ne? W5 hat Lidl, ne? Ja? Da gab es die mal, ja. Ach, wie auch immer. Echt jetzt? Doch, das Lidl. Ja. Das ist auch piepsig. Aber die haben sie. Ja, da braucht man dann halt immer so diese Säcke. Da sind dann diese Nachfüllpacks drin. Diese Luftentfeuchter Nachfüllpacks. Wie riechen die? Die riechen jetzt nach Zitrone, richtig frisch. Aha. Cool. Ja, und den legt man dann einfach so da drauf. Und der zieht dann das Wasser an. Und das Wasser tropft dann anschließend danach einfach in die Schale. Der liegt auf der Heizung im Wohnwagen, der Deckel. So. Ja, ganz einfach. Kommt der Deckel da drauf. Ich meine, den Deckel könnte man im Prinzip auch weglassen. Ist eigentlich egal. Aber was soll's. Wo ist das Brötchen? Ja. Und dann, falls es mal total überlaufen soll, stellen wir das auch noch in die Wanne. Genau, sicher, sicher. Und dann da unter die Dachluke, wo es mal getropft hat. Richtig. Alles abgesichert hier. Für alle Fälle. Falls es da mal wieder durchtropfen sollte, dann tropft es halt nur in die, ja, klasse, in die blaue Schale rein oder in die türkisfarbene Schale. Ja. Alles schick hier. Lecker. Alles fit. Ja, supi. Na. Aber so hier von den, an den Scheiben hier von innen, ich habe die jetzt schon mal alle durchgeguckt. Es ist nichts feucht von innen, gar nichts. Es ist alles nur von außen. Sieht das alles gut aus. Super. Bin ich echt froh. Ja, ich schön auch. Schön. Vor allem, dass die hier dicht ist. Dass die immer noch zu ist. So provisorisch geflickt, aber zu. Finde ich genial. Ja, nichts hält so gut wie ein Provisorium. Yep. Ja, und als wir dann in das Vorzelt gegangen sind von unserem Standwohnwagen, da haben wir eine Überraschung erlebt, aber guckt euch das selber an. Gerade gesehen, dass hier bei uns hier drin alles nass ist. Irgendwie ist die Decke hier total nass. Scheiße. Keine Ahnung, woher kommt das denn? Schwitzwasser irgendwie? Naja, eigentlich zirkuliert hier ja alles genug durch. Ich meine, guck mal, es ist ja noch nicht mal irgendwie luftig abgedingst. Ich meine, das Vorzelt ist eh Schrott. Das wäre eigentlich mal die nächste Anschaffung. Oh, das ist Schwitzwasser. Das ist noch nicht mal gefroren. Das ist ja komisch. Ich bin eben schon gefragt, wieso ist das alles pitschnass hier? Das ist ja scheiße. Das ist wirklich scheiße. Vielleicht kann uns ja mal jemand erklären, warum wir hier... Vielleicht kann uns ja mal jemand erklären, warum wir hier im Winter Schwitzwasser unter der Decke haben. Haben wir noch nie gehabt. Das ist das erste Mal. Das erste Jahr. Und das tropft natürlich hier auf alles runter. Keine Ahnung, wo das herkommt. Haben wir noch nie gehabt. Die Jahre vorher war mal alles trocken. So ein Ding. Wir hatten ja vor ein paar Tagen noch 8 Grad plus. Das ist noch nicht lange her. Und heute Nacht hatten wir 6 Grad minus. Und kalte Luft kann ja nicht so viel Feuchtigkeit aufnehmen. Also, ich mach dir hier voll den Regen. Du bist ja echt intelligent. Kann so gehen. Und stell dich nicht so an. Unter die Plane. Ich wollte die Kamera vielleicht auch demnächst noch benutzen. Mimi. Ja, der ist gefroren, siehst du das? Oh, meine Tasche. Ja, dumm gelaufen. Meine Tasche ist auch nass geworden. Ja, das ist so. Ja, wahrscheinlich kommt das durch diese extremen Temperaturunterschiede. Dieses Mann, das ist schon alles gefroren. Der ist noch gefroren immer. Ja, ich werde wahrscheinlich in der Woche mal herkommen und hier mal nach dem Rechten gucken. Vielleicht ist es die nächsten Tage ja mal ein paar Grad wärmer.
Nein, Baby, diese Woche wird es überhaupt kalt. Ach nee, diese Woche bleibt es ja kalt. Gerade na gut. Diese Woche wird das richtig doof. Aber gefrorenes Wasser kann ja nicht von der Decke tropfen, ne? Das friert dann ja an der Decke fest. Ist es ja schon. Morgen ist von innen auch total trocken. Also wir waren beide total trocken. Nur im Vorzelt hatten wir so viel Wasser unter der Decke. Komisch. Habt ihr es auch schon mal gehabt? Oder wisst ihr, woher das kommt? Hilfe! Ja, mit der Feuchtigkeit im Vorzelt beziehungsweise mit dem Wasser unter der Decke. Ich meine, gut, mir ist klar, warme Luft kann mehr Feuchtigkeit speichern als kalte Luft. Und wenn die Luft sich abkühlt, dann gibt die Luft das Wasser wieder ab. Und das setzt sich dann halt zum Beispiel an der Decke ab. Okay, soweit logisch. Aber unser Vorzelt ist ja gar nicht dicht. Also gerade so an den Wänden, wo es an den Wohnwagen rangeht, das sind ganz schöne Spalte. Also da pfeift das richtig durch. Und auch unten zum Wohnwagen hin ist nichts dicht gemacht. Da ist es auch offen. Oh ja, und außerdem ist das gesamte Vorzelt gar nicht so richtig dicht. Also das zieht da eigentlich überall durch. Und von daher denke ich mal, wenn sich die Temperatur abkühlt, dann müsste eigentlich auch die warme Luft aus dem Vorzelt verschwinden. Und von daher kann ich mir das kaum vorstellen, dass das jetzt einfach nur die warme Luft ist, die da drin geblieben ist und sich dann abgekühlt hat. Und vor allen Dingen, wir hatten das die letzten Jahre davor nicht. Da hatten wir nie dieses Problem mit dem Wasser im Vorzelt. Also ich habe das nicht so ganz verstanden. Aber naja, gut, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Ja, und ansonsten habe ich mich diesmal ganz besonders über Videos von Zuschauern gefreut. Und zwar von Thomas und von Mike. Die haben uns mal so einen kleinen Einblick gegeben in ihr Camperleben. Und wir fangen jetzt einfach mal mit Thomas an. If ever I had a video, would you dance in it? Would you dance in it? In it? Oh, sunshine, you are my sunshine. Let it. Ja, Thomas, danke für das tolle Video und danke, dass wir das zeigen durften. Ich freue mich ja immer, wenn wir mal Bilder oder ein Video von unseren Zuschauern kriegen, damit ich auch mal sehen kann, wer uns eigentlich zuguckt. Finde ich total klasse. Und ja, super. Das waren richtig schöne Eindrücke, da konnte man sich was drunter vorstellen. Und dann haben wir noch ein ganz tolles Video gekriegt von Mike. Und zwar ist Mike mit seinem Mercedes W123 zum Oldtimer-Treffen nach Holland gefahren. Und da hatte er auch seinen Wohnwagen dabei. Und ja, da hat er uns auch ein nettes, kurzes Video geschickt. Und jetzt gucken wir uns mal das Video von Mike an. Ja, ich stehe hier bei Mike Buchmüller aus... Ja, wo kommst du eigentlich her? Ich komme aus Siegburg, Königswinter genau. Wie viele Kilometer ist das hier vom Balkbrug? Das sind ungefähr 302 Kilometer. Okay. Und ja, die Farbe von diesem Auto ist einfach fabelhaft. Wie lange sind Sie diese Auto schon gefahren? Den Wagen, den habe ich seit 1999. Das ist schon richtig lang. Ja. Das ist ein Diesel. Welcher Diesel ist das? Das ist ein 2 Liter Diesel mit 55 PS. Nee. Endgeschwindigkeit ist 130, aber man fährt zum Durchschnitt 100, 110 schneller, dann quält man den Motor. Ja. Das wird dann zu laut. Und Durchschnittsverbrauch, was ist das so ungefähr? Also man muss schon einkalkulieren, 8, 9 Liter. Mit Wohnwagen komme ich auch auf 12 Liter. Wohnwagen? Das ist doch nur für Holländer, oder? Nee, ich habe auch einen Wohnwagen. Wir sind hier am Campingplatz, ja, hier um die Ecke und ja, sind hier mit dem Wohnwagen runtergefahren. Ja.
Und haben Sie dieses Auto restauriert oder war es schon in dieser Stadt? Den habe ich komplett aufgebaut, ja. Der wurde restauriert, komplett geschweißt. Ja, und soweit ist er jetzt wieder in super Zustand. Okay. Also vielen Dank und schönen Aufenthalt noch hier in Bockbrück. Danke, gerne. Ja, Mike, cooles Video. Vor allen Dingen fand ich ja den Spruch von dem Holländer so lustig. Ich dachte, Wohnwagen ist nur was für Holländer. Nein, Wohnwagen sind nicht nur etwas für Holländer. Nein, das ist auch was für uns. Und ja, wir finden Wohnwagen toll. Ja, und wenn ihr auch Wohnwagen toll findet oder ein anderes Hobby habt, vielleicht euer Auto oder euer Wohnmobil oder euer Boot oder wie auch immer, irgendwas, was mit Freizeit zu tun hat, dann schickt uns da auch mal ein Video. Wir würden uns da tierisch drüber freuen. Ich schreibe euch die WhatsApp-Nummer in die Videobeschreibung. Okay, Leute, wir sehen uns beim nächsten Video und ja, es wird bald Frühling.